Weiter geht es in Park Beyond. Schön, dass ihr dabei seid. Das freut mich wie immer sehr. Und wir schauen mal, wo wir hier unterwegs sind. War in unserer Achterbahn. Wilde Fahrt am frühen Morgen. Ob Tag, ob Nacht, ob der Vollmond vom Himmel sein milchiges Licht hinunter sendet oder ob es das grelle Licht der Mittagssonne ist. Auf jeden Fall, hier ist immer offen. 24 Stunden lang. Ja? Das heißt, auch die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen haben hier 24 Stunden Schichten. Mit Pause. Also jede Nacht um Mitternacht ist kurz Pause und dann beginnen sie mit dem neuen Tag ihre neue Schicht. Ja? Auch nicht die ganze Woche über. Also wir haben ja menschliche Arbeitszeiten hier. Ich habe die Arbeitszeit kürzlich als Chef persönlich verkürzt. Wir haben ja die 7-Tage-Woche eingeführt. Vorher hatten wir die 10-Tage-Woche. Also keiner muss sich Sorgen machen, dass die Mitarbeiter hier schlecht behandelt werden. Nehme ich großen Wert drauf. Ja? Wenn ihr wüsstet, was für ein milder und verständnisvoller Chef ich bin. So, wir gehen einmal raus. Oh, wir können das nächste Fahrgeschäft impossifizieren. Das machen wir jetzt. Wir haben hier eine Quest zu erfüllen. Davon ist es. Eins müssen wir noch impossifizieren. Mit einem Stift nehmen wir mal das Riesenrad. Ist das ein Riesenrad? Nee. Wo ist denn hier ein Riesen? Das Riesenrad impossifizieren wir. Ein Doppelrad wird da draus. Rentabler, mehr Spaß, mehr Begeisterung und teurer. Fun Fact: Noch vor einigen Jahren wäre der Bau dieser Attraktion unmöglich gewesen. Nicht technisch, sondern weil die Sicherheit. Meilenstein erreicht, $2000 bekommen. Und Sophia lobt uns auch. Richtlinien viel strenger waren. Ja, und was kann das neue Riesenrad jetzt? Riesenrad ist doch Riesenrad. Es gibt doch nichts Schnarchigeres und Entspannteres als ein Riesenrad. Mal gucken, wir lassen das mal hier ein bisschen weiterlaufen. Ich erhöhe schon mal dezent den Preis hier. Gibt es hier schon eine Warteschlange? Ja, eine kleine. Was kann das impossifizierte Riesenrad denn hier? Doppelrad. Nein! 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 Haha, schaut euch das mal an! Das ist ja krass! Wie kommen die Leute da oben hin? Ach, die drehen sich um die Ei. Macht mich nicht fertig. Nein, nicht im Ernst. Lass mal schnell durchlaufen hier. Die Leute, guck mal hier. Die gehen von hier eins rauf und dann hier hinten wieder runter. Über diese Schienen geht das hier. Das sind Schienen und von oben plumpsen die dann runter. Witzig. Finde ich klasse. Sieht super schön aus. Wir können von oben runter blicken auf unseren Vergnügungspark. Gefällt mir echt gut. Da oben fahren die Leute hochschatten. Das ist der Parkeingang. Hier, mit den Feuermaschinen. Echt nett. Super hübsch. So, wir hatten auch den Preis erhöht. Oh Gott.
schau mal, ob den Leuten das gefallen hat. Was ist jetzt los? Einmal hier raus und hier vorne wieder rein. Ich lass mal eine neue Fuhre Leute einmal aufsteigen. Preis ist noch in Ordnung, aber ich bin nicht sicher, ob das die sind, die nach der Preiserhöhung das Teil betreten haben hier. Ja, von wegen schnarchiges Riesenrad, das stimmt. Irgendwo sei eine Bank vor der Achterbahn mitten auf der Kreuzung. Wo denn? Eine Bank mitten auf der Kreuzung? Bei welcher? Ja, das ist schwer jetzt zu beschreiben, ne? Weiß ich, kann mir das jemand genauer beschreiben? Irgendwo soll eine Bank mitten auf einer Kreuzung. Hier, die hier, ne? Ja, die ist natürlich doof hier. Jetzt, danke für den Hinweis, jetzt ist alles gefixt hier. Sehr schön. So, dann müssen wir eine Herausforderung von der Achterbahn noch erfüllen. Für das letzte Missionsziel hier. Das sind die Meilensteine. Das Einkommen mal erreicht, ein hohes. Baue und eröffne eine irrsinnige Achterbahn. Und wir müssen noch eine Herausforderung erfüllen. Schalte drei Laborerinnerungen. Erweiterung frei. Das hatten wir doch schon gemacht, ne? Drei Laborerweiterungen. Eine haben wir schon. Dann kommt jetzt die dritte. Ich hoffe, das zählt ab jetzt. Sonst wäre das ein bisschen doof hier. Wir schauen uns eine dritte und halten wieder Ausschau nach allem, was uns hilft bei unseren Hauptzielgruppen. Als da wären Erwachsene und Teenager, ne? Erwachsene und Teenager. Und Familie nicht. Habe ich das richtig im Kopf? War das bei uns Erwachsene und Teenager? Ich vergesse das immer wieder. Können wir das kurz bestätigen? Waren es Erwachsene und Teenager? Ich glaube ja. Einmal gucken. Korrekt heißt es im Chat. Mehr Spaß. Mehr Begeisterung gibt mehr Impossifikationen. Mehr Spaß gibt mehr Upgrades für unsere Vortex-Schwinge. Ring of Fire. Die machen wir ja. Und den Gyrospinner. Attraktionen mit Fokus auf Spaß. Einmal freischalten. Gut gemacht. Teamziel gerade erreicht. Sehr schön. Wir könnten gleich das nächste auch noch machen. Jetzt machen wir aber erstmal die Achterbahn-Herausforderung hier. Und welche ist das? Eine von denen, die hier oben rot markiert werden. Eine Achterbahn mit 10 Inversionen und mit dem impossifizierten Aufhänger Super Lupinator. Was wäre das hier? Der impossifizierte Aufhänger, was ist hier los? Umgekehrte Startreihenfolge irgendwann wieder rein und das hier ist... Hohe Durchschnittsgeschwindigkeit. Ungebremst. Können wir machen. Sollen wir eine super rasante machen, wo das Tempo irrsinnig ist? Ja, ne? Das ist zu leicht. Da habe ich keine Lust, mich reinzudenken. Lass uns das hier machen. Hohe Durchschnittsgeschwindigkeit und Achterbahn impossifizieren mit dem Aufhänger ungebremst. Okay, wollen wir die bauen? Mit dem irren Tempo, ja? Wo bauen wir die?
Wir könnten jetzt den Weg raufbauen, das ist immer mal irgendwie zu doof. Hier hätten wir Platz. Das sind noch relativ viele Leute. Hier kämen Leute auch von alleine hin. Hier haben wir extra Lücken gelassen. Die wird sehr schlecht besucht hier. Die steht einfach zu weit weg vom Rand. Hier könnten wir aber weitere Ziele noch hinsetzen. Es kommen ja immer mehr Leute hin. Können die Leute direkt am Eingang abfangen hier? Schwer, ne? Hier können wir hinbauen. Das geht. Hier sollten wir oben und unten durch die Bäume durch oder die Bäume abreißen, irgendwas machen. Da setzen wir eine Achterbahn hier hin. Einen Achterbahneingang. Wilde Maus, eine Art von Achterbahn, die für ihre nicht überhöhten Kurven bekannt ist, bei denen es die Passagiere zur Seite drückt. Also wir machen jetzt sowieso was mit hoher Geschwindigkeit. Insofern, Wilde Maus klingt da okay, oder? Sollen wir das machen? Was meint ihr? Einmal Wilde Maus. Wir gucken, wie das aussieht. Wer ist dafür? Ja? Einmal Wilde Maus hier. Können wir das hier oben drauf setzen und die Leute dann vielleicht raufbringen? Das ist zu kompliziert gedacht. Die Beschleunigung machen wir. Rechts raus, da haben wir mehr Platz zum Bauen. So. Dann machen wir aber hier den Eingang erst nochmal weg. Das ist der Ausgang. Oh, nachher. Wir bauen hier weiter. Wir beginnen mal. Achso, wir müssen die Aufhänger noch wählen. Also. Irgendwas mit viel Geschwindigkeit, ne? Wir wollen irgendwie irgendwas mit irrer Geschwindigkeit haben hier. Also die Teenager stehen, glaube ich, auf hohe Geschwindigkeit. Wir wollen irgendwie eine Impossifikation machen, die Teenager und Erwachsene cool finden. Und Familie mit Kindern aus naheliegenden Gründen nicht, weil die Kinder zu schnell rausgeschleudert werden. Und da muss man die lange suchen gehen, muss man die am Schalter abholen gehen, das ist viel zu aufwendig. Irgendwas, wo, also Erwachsene und Teenager sollen drauf abfahren. Erwachsene, schön lang, das schaffen wir immer. Wir bauen immer lange. Einmal Besichtigungstour. Da stehen die Erwachsenen drauf, gibt viel Geld. Und jetzt nur irgendwas für die Teenager. Und gerne etwas, was den Spaßfaktor hochtreibt. Teenager stehen drauf, Familien hassen das. Und Rentabilität und Spaß wird erhöht. Mindestens 4 Inversionen. Familien finden das doof. Wir wählen das mal, also kopfüber, oder wir wählen einen Ersatz. Aber wenn die Teenager wirklich begeistert sein sollen, dann machen wir hier kopfüber. Und in Summe ist das sehr rentabel. Spaß ist okay. Dann holen wir uns noch eine Impossifikation, die irgendwas noch bringt hier. Oder wir suchen uns hierfür noch was anderes. Teenager und Erwachsene. Familien ist uns egal. Da
fahren die Erwachsenen komplett drauf ab. Kettenlifte wollen wir nicht. Wir wollen eine hohe Geschwindigkeit haben. Wegen des Ziels. Teenager, Stuntfahrt. Lass den Zug von mindestens einer Rampe springen. Spaß wird erhöht? Super, das nehmen wir. Dann laufen uns die Familie nicht schreiend weg. Die Teenager sind zufrieden, die Erwachsenen lieben es. Wir haben viel Spaß und viel Rentabilität. Und das müssen wir nachher noch freischalten. Ja? Die Aufhänger nehmen wir. Dann gehen wir jetzt in den Bau rein. Und beginnen mit... Vielleicht können wir sogar direkt beginnen mit einer Kanone. Haben wir die Kanonen schon? Wir haben die Kanonen noch gar nicht freigeschaltet, ne? Scheibenkleister. Wir gucken schnell bei der Forschung. Oh Gott, jetzt kann ich hier rausgehen? Aus dem Editor und das später weiterbauen? Geht das? Nein, die will ich nicht bauen? Nö, auch nicht. Das ist mir zu doof, nein. Wir gehen einmal kurz gucken, ob wir jetzt schon die Kanone freischalten können durch die Forschung. Da ist die Kanone. Einmal freischalten. Jetzt bauen wir hier nochmal neu. Hin und jetzt können wir mit der Kanone. Achso, jetzt wählen wir die Impossifikationen. Die beiden von eben, das waren die Besichtigungstour für die Erwachsenen und für die Teenager war es. Gott, was war es nochmal für die Teenager? Das hier. Die Stuntfahrt einmal von der Rampe springen. Gehen wir in den Bau rein. Jetzt kommt die Kanone hier vorne rein, die wir gerade freigeschaltet haben durch Forschung. Einmal Beschleunigung und hier können wir einmal quer durchs Gelände hindurch uns austoben hier. Sofort Beschleunigung auf irres Tempo. Oh Gott, können wir hier durchfliegen? Das geht doch gar nicht. Hier durch? Ich glaube, das war gerade keine... Oder vielleicht eine kleine Kurve? Kann man hier irgendwo durchschießen? Ich glaube, ich habe das Teil ein bisschen doof platziert, oder? Oder da hinten rausschießen? Geht das? Einmal quer durch die Landschaft schießen? Kann man hier durchschießen? Da ist Parkende hier. Das geht nicht. Können wir hier irgendwo durchschießen, ohne dass irgendwas hier... Hier durch. Wir können notfalls den Felsen auch wegmachen wieder. Das geht, ne? Nee, es geht nicht. Da hinten ist irgendwas in Rot. Das ist ein Felsen, der im Weg steht. Den können wir nachher entfernen. Hier drüber schießen. Aber am Anfang sind wir so lahmarschig. Ist egal. Hier drüber schießen. Dann normal weiter. Mal ordentlich hier dran vorbei sich schlängeln. Das fahren wir einmal ab mit der Achterbahn. Gucken, ob die hier mitfährt. Das ist die Testachterbahn. Hier geht's rein. Scheint zu klappen, ne? Komm, das will ich einmal mitfahren, ob das klappt hier. Ob das auch mit nichts kollidiert hier. Also da sehe ich, das kriegen wir noch besser hin. Das heißt, wir müssen hier vorne dieses Teil hier... Ach, jetzt kann ich das. Das können wir nachher editieren. Den Felsen können wir nachher wieder wegmachen. Oder verkleinern oder so. Da kümmern wir uns jetzt nicht drum. Hier vorne geht's weiter. Und jetzt hätte ich gerne eine Rampe. Eine vertikale Wende. Hammer.
Hammer nach links. Gucken, ob der rausfliegt dabei. Nein. Hammer nach links, dann geht es. Ich will mal gucken, ob wir über das Plateau hinüberballern können. Wir arbeiten mit noch einer Kanonenkugel, meine Damen und Herren. Ich probiere mal was aus. Ob das geht, weiß ich nicht. Wir gehen hier mal rauf. Mit einem normalen Gleis. Hier oben hin. Wir kippen es leicht nach rechts. Einmal hier hin. Ja, Tempo ist beträchtlich. Jetzt wieder leicht nach links. Einmal hier hin. Jetzt will ich doch wissen, ob man hier mit einer Kanone, ob man hier mit einer Rampe. Wir haben doch Rampen schon. Ja, das ist doch nett. Einmal mit einer Rampe hier drüber. Schaffen die das? Ja, das geht doch. Ganz knapp. Hier vorne bitte landen. Einmal schauen, ob das funktioniert. Bin mir nicht ganz sicher. Ich habe nicht auf die Werte geachtet. Einmal bitte durchfahren. Hat geklappt, ne? Ich denke ja, wenn man es nochmal kurz. Ach komm, wir fahren mit. Das könnte funktionieren. Das können wir machen hier. Wie flach wir die über, ob wir die flach über den Boden schießen und den Pommes und den Pommesstand integrieren, schlagt Teofino vor, dass man dann sich quasi sowas wie ein Drive-In, so ein Fly-In, dass man dann da eine Bestellung aufgeben kann. Man kriegt was in die Hand gedrückt. Ja, das wäre ein cooler Vorschlag für ein WB-DLC für Park Beyond. Kombinationen von Achterbahnelementen mit speziellen Pommesbuden. Wäre möglich, ja. Eben kam die Idee rein, von Red Scavenger eventuell noch eine chirurgische Praxis hier zusätzlich zu bauen oder pessimistisch formuliert ein Bestattungsinstitut. Ich glaube beides. Also das erste vielleicht, das zweite nicht. So, hier vorne landen wir. Dann würde ich gerne wieder Tempo aufnehmen. Wir nehmen nochmal eine Kanonenkugel. Hier oben. Ich will da oben zu dem Stand hin. Wo niemand hingeht. Einmal hier rüber schießen. Wie weit kann man denn hier bauen? Hier hin. Durch die Westernstadt hindurch hier. Es ist möglich. Über den Köpfen der alten Westernstadt drüber hier. Tiefer geht nicht. Hierhin. Einmal Testzug bitte. Da vorne kommt er.
Jetzt geht's über die Rampe. Einmal hier drüber springen. Oh, das Tempo ist heftig. Jetzt müssen wir gucken, wie es hier weitergeht. Ich würde ja am liebsten gleich mit der nächsten Rampe weitermachen hier. Und wohin fliegen wir dann? Einmal hier quer rüber. Nein, wir machen jetzt mal ein paar andere Sachen der Abwechslung halber. Mit einem irren Tempo Korkens hier quer rüber. Looping könnte schon zu schnell sein. Wir versuchen mal, ob ein Looping klappt hier. Aber ich glaube, das Tempo ist zu groß hier. Wir testen es mal. Ich glaube nicht, dass es klappt. Bin ein bisschen pessimistisch hier. Einmal Testzug. Es klappt tatsächlich. Es funktioniert tatsächlich. Leute, das wird eine rasende Fahrt hier werden.